Es gibt verschiedene Tugenden bei in verschiedenen Zeiten, verschiedenen Völker. Denk an die Kardinaltugenden oder bei verschiedenen Männergesellschaften, römisches Reich oder sonst gibt es wieder männliche Tugenden oder kriegerische Tugenden, also Tapferkeit und so weiter. Gibt es in jedem Palazzo über Jahrtausende ein bisschen anders, aber im Grunde ist es immer das Gleiche, verstehst? Aber es ist auch die Interpretation, die Deutungsbedürftigkeit dahinter. Fleißig, ehrlich, keusch, pusch. Und jeder würde sich natürlich darunter ein bisschen was anderes vorstellen, unter keusch, verstehst? Viele Heilige haben in ihrer Jugendzeit eine große Sehnsucht für das Schöne entwickeln können, weil sie viel allein waren. Du musst denken, wenn du so nachts im Wald bist oder auf der Alm und dann hast du zwar keine Partnerin, aber das heißt nicht, dass du gedanklich dir nicht vorstellen könntest, einen Reigen oder sogar besser als ein anderer, verstehst? Deshalb neigen viele dazu, den anderen zu beneiden, obwohl sie selber einen fleischlichen Partner haben, wenn er sich vorstellen könnte, wie schön irgendetwas sein könnte, verstehst? Ob es nun ein Subjekt ist, eine Frau, ein Mädchen oder ein Reigen von Frauen, haben viele immer ein bisschen grobe dann Ansagen. Muss er denken, dass sie so ähnlich bei Artisten, Familien, den ganzen Tag trainieren auf irgendetwas, Trapezkünstler oder so. Verstehst du? Und allein der Anblick kann den anderen neidisch machen, obwohl er einen Partner hat. Weil die künstlerische Fähigkeit, Ballett oder so, oder Eisrevue, kann das so schmackhaft darstellen. Es kann auch mit anderen Geschöpfen sein, aber auch in der Architektur. Verstehst du? Wenn Städteplaner manchmal nur einen Grundplan einer Stadt entworfen haben, also andere wieder wie Michelangelo, groß angelegte Pläne, oder denke an diese Städte, Millionen Städte, also Metropolen, wo genau ein Grundriss dahinter steckt, da haben andere dann wieder voller Neid gesagt, das ist ein Spinner, das ist größenwahnsinnig, verstehst du, der Planstädte, das, grüß Gott. Und es ist aber meistens erforderlich, dass man wirklich Städte plant, weil die Kanalisationen, die ganzen Straßen, wenn die gezielt geführt werden, ist die ganze Versorgung viel besser und die Instandsetzung und die Reinigung, musst du denken, Abwasser oder Müllentsorgung und die Zubringer, also die Versorgung von Speisen und so weiter, dass es einfach ist. Also diese Städte haben sich nämlich sehr bewährt, die geplant waren und nicht nur gewachsen sind, verstehst? Und so ist irgendwie jeder Kulturpalast auch seine Planstelle. Zum Beispiel Eisrevue oder Meilen der Skala oder eine Oper kann sein, dass ein bisschen das Idealbild des Menschen in den Vordergrund gestellt wird für alle. Das Ideal der Tugendhaftigkeiten. Wie schön könnte der Körper sein, wie schön die Dynamik, wie schön die Seele. Woran könnte sie denken? Die Liebe. Verstehst du? Und dann geht's. Bumm. Bom, Don Giovanni, was soll ich tun? Ethik, Immanuel Kant nachgeschaltet, das Gedankliche, das er meistens nachhinkt, verstehst? So ähnlich wie bei der päpstlichen Hoheit, es kommt einerseits an, dass du das richtige Wort findest, andererseits aber auch zur rechten Zeit, rasch genug und andererseits intensiv dazu. Muss er denken, wenn eine führende geistliche Macht drei Jahrzehnte bräuchte, um zu sagen, ich weiß jetzt das Losungswort, es ist die Nächstenliebe oder die Liebe. Und dann sagt sie, es ist ziemlich schwach. Zum Beispiel, sie wird so sagen nach drei Jahrzehnten, ich glaube, ich weiß jetzt, was nicht so schlecht wäre. Es könnte die Liebe sein. Und dann würde sie so tun. Dann wäre es zu wenig intensiv. Also, die Könige in Italien waren sehr intensiv in der Seele und die haben schon mit 4 Jahren zur Mama gesagt, du, Mom, Mom, die Liebe, es ist es.